Wir sprechen heute über die Drop Foundation von Puro Bio. Da hat man mir gesagt, probier die bitte vor der Kamera aus. Also da bin ich wirklich gespannt und so. Ich bin es ja selber und sowas ja auch geplant, dass ich da mal wieder ein kleines Foundation-Video mache. Ihr wisst, ich beschäftige mich mit Mikroplastik, also gerade mikroplastikfreier Kosmetik. Und wie diese Foundation sich so über den Tag hinweg verhält, zeige ich dir nach dem Intro. Wir sprechen also heute über eine Sache, die ich mir geholt habe von Puro Bio, mein letzter Naturkosmetik-Haul, den ich hochgeladen habe, beinhaltet diese Foundation und ihr seht schon an meiner Hand, was sind das für eine seltsame Foundation, das sind Drops sozusagen, also hier ist kein Mikroplastik verarbeitet. Langsam wacht die Kosmetikindustrie auf, dass sie eben Dinge rausbringen ohne Mikroplastik. Bei Naturkosmetik ist es generell so, dass da kein Mikroplastik enthalten ist. So sieht das Fläschchen aus. Und ich habe so einigermaßen meine Farbe erwischt. Das ist immer schwierig, wenn du solche Sachen bestellst. Puro Bio gibt es bei Ecoverde. Du musst aber auch mal in deinem Bioladen mal gucken, ob du da die Marke herbekommst. Aber ich habe das einigermaßen geschafft, eben meinen Hautton zu finden. Das ist immer schwierig. Die lässt sich am allerbesten mit einem Schwämmchen auftragen. Ich habe keins. Ich will mir auch keins besorgen, weil ich so oft nicht geschminkt bin. Ich habe einen sehr festgebundenen Pinsel. Ich weiß nicht, ob ich das euch so zeigen kann. Der ist relativ festgebunden. Und den habe ich gerade waschen müssen. Also er ist ein bisschen feucht. Die Feuchtigkeit hier unterstützt so ein bisschen das Verteilen von der Foundation. Es sind sozusagen Drops. Man hört es auch so ein bisschen, die ist flüssig. Also komplett flüssig. Und vielleicht ist es jetzt ein kompletter Reinfall, weil die hat hier dann auch so eine Pipette. Ist klar. Anscheinend reicht für das ganze Gesicht eine Pipette vor. Was für meine Wenigkeit natürlich auch richtig cool ist, weil ich brauche nicht so viel Foundation. Mir gehen die cremigen meistens immer kaputt. Das ist das, was ich jetzt aus der Pipette rausgeholt habe. Und das trage ich jetzt mal mit dem Pinsel auf. Ich habe mich ganz normal eingecremt, habe Sonnenschutz aufgetragen. Und jetzt legen wir los. Lässt sich super gut verteilen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, das gibt ein größeres Problem. Die ist unwahrscheinlich stark pigmentiert. Hätte ich ihr noch weniger nehmen können. Die ist richtig stark pigmentiert. Das ist Hammer. Ihr habt gesehen, ich habe da ein bisschen eine Pipette voll genommen. Es reicht wahrscheinlich wirklich so eine halbe. Da ist man auch wirklich gut gelegen. Sie ist fast für meinen Hautton etwas zu gelblich. Das Problem habe ich immer so ein bisschen. Aber von ihr gibt es diverse Farben. Da müsst ihr mal gucken. Die ganze Sache hat, glaube ich, um die 9 Euro gekostet. Ich finde, das ist in Ordnung. Oh, die deckt ja richtig heftig. Das ist mir, glaube ich, schon fast ein bisschen zu viel. Aber sie funktioniert. Ich kann mir vorstellen, wenn man das Ganze dann noch mit einem Schwämmchen einarbeitet, dass man da noch ein bisschen mehr erreichen kann. Ja, richtig, richtig heftig.
Aufgedeckt, wie verrückte. Ist klar, wenn sowas in so einer kleinen Flasche verkauft wird, dann sind da natürlich mehr Pigmente drin. Das ist ja keine Probe, das ist ja ein volles Produkt. Brutal. Wahnsinn. Die lässt sich aber unwahrscheinlich gut verteilen und mit dem feuchten Pinsel geht es definitiv gut. Ich werde jetzt die Hände nochmal dazu nehmen, um eben mit so ein bisschen Wärme das Produkt einzuarbeiten. Was für mich natürlich richtig gut ist, die setzt sich nicht so wirklich viel ab. Klar, es gibt hier auch nicht viel, was ich absetzen kann, weil du schmierst im Endeffekt Pigment aufs Gesicht in der Flüssigkeit. Die ist nicht fettig, gar nicht. Für jemanden, der trockene Haut hat, der muss natürlich darauf achten, dass die Pflege, die er sich morgens aufträgt, dass die reichhaltig und genug ist. Na, also, es funktioniert ganz gut. Und ich habe eine Sonnencreme drunter. Und auch das hat ganz gut funktioniert. So, und ich habe gleich noch ein neues Produkt, was ich jetzt auch noch auftragen werde, nämlich von Lavera einen Concealer. Das ist der hier. Und den trage ich mir jetzt in dem Bereich hier auf. Und ich werde hier jetzt kein Puder auftragen, weil das ist so vom Gefühl her ist es gar nicht notwendig. Man muss gar nichts setzen. Das ist ein total irres Gefühl irgendwie. Wahnsinn. Dass natürlich dieser Concealer ein bisschen fettiger. So. Ich werde euch gleich ein bisschen näher ranholen, weil die doch die Poren so ein bisschen meiner Meinung nach ja, wie sagt man? Man sieht die Poren. Aber dann musst du auch direkt so vor der Person stehen und dann sieht man das eventuell auch. Mal gespannt, wie sich die über den Tag hinweg verteilt verhält, also was da so passiert. Und ich werde euch gleich fertig geschminkt noch mal ein bisschen näher ranholen. Ich finde, Tageslicht ist bei sowas immer noch ein bisschen ehrlicher. Also, was ich schon festgestellt habe, ist, sie trägt sich sehr leicht ab. Bin mal gespannt, wie das jetzt ist, so über den Tag hinweg. Ich wollte heute unbedingt noch Chili-Paste machen, sprich, ich muss einen Mundschutz aufziehen. Das ist ja heutzutage auch eine wichtige Frage, was passiert nach dem Mundschutz. Aber ich habe es schon festgestellt, als ich meine Augen geschminkt habe und hier halt mich sozusagen angelehnt habe, hatte ich gemerkt, so, da kommt meine Haut dann drunter wieder raus. Also in erster Linie deckt sie sehr stark, aber wenn man so ein bisschen dann über die Haut drüber geht, kommt dann irgendwie so ein bisschen Haut wieder zum Vorschein. Ich bin auch der Meinung, sie setzt sich tatsächlich doch ab. Ich habe erst gedacht, sie setzt sich nicht ab. So in so Falten und so tut sie es nicht, das definitiv nicht. Aber man sieht sie in den Poren. Es ist halt schlicht und ergreifend so, dass Foundation ohne Mikroplastik schwerer aufzutragen ist. Das ist halt normal so. Ah, jetzt hole ich mich mal wieder ein bisschen weiter raus. Das ist die Foundation nochmal. Die Idee dahinter finde ich gar nicht schlecht, aber wie schon gesagt, Foundations ohne Mikroplastik, also Filmbildner, sind nicht so einfach zu handeln. Also da musst du ein bisschen rumtricksen. Willkommen auf meinem Kinn. Also hier ist es mir sehr schnell aufgefallen, dass es sehr fleckig geworden ist. Sehr. Ich habe jetzt einen Mundschutz drauf gehabt, für eine halbe Stunde etwa. Auf dem Mundschutz war nichts drauf, also dass da irgendwie was weggegangen wäre oder so, das nicht. Aber
Das gefällt mir gar nicht. Du kannst zwar mit den Fingern drüber gehen, dann verteilt sich es wieder so ein bisschen. Also demnach rutscht sie ein bisschen auf dem Gesicht rum und auch hier setzt sie sich jetzt ab. Ist aber erst eine Stunde vorbei, etwa. Also ich trage sie jetzt eine Stunde, kurz vor 12, vielleicht sogar ein bisschen länger. Bin mal gespannt, wie sie sich den Rest des Tages verhält. Also die braucht definitiv ein Handling. Sprich, die kannst du nicht einfach nur so auftragen, sondern du brauchst eine gute Unterlage und dann muss die tatsächlich noch fixiert werden, würde ich fast sagen. Also durch das, dass mein Pinsel feucht war, trocknet das jetzt wahrscheinlich auf dem Gesicht so ein bisschen blöde an. Deswegen wird es hier so fleckig. Schade. Weil die Idee an sich finde ich mega gut. So, nochmal letztes Update. Wir haben es jetzt 6 Uhr. Es ist relativ viel abgegangen. Ich habe ja schon gemeint, die geht recht schnell weg, weil die Schicht ja auch relativ dünn ist, die man aufträgt. Und sie setzt sich auch ab. Nur durch das, dass die Schicht relativ dünn ist, die man sich aufträgt, lässt sich das Abgesetzte auch unwahrscheinlich schnell wieder verteilen. Ich habe ja immer so ein bisschen fettige Haut. Ich kann mir vorstellen, dass es für Menschen mit trockener Haut fatal ist. Da ist die definitiv nichts, weil ich habe hier unten trockene Haut. Sie schuppt sich auch ganz gern. Und da hat man auch gesehen, wie an den trockenen Stellen, also da werden halt die trockenen Stellen unwahrscheinlich stark sichtbar, weil sich die Haut eben einfärbt. Na, also da ist es definitiv nüscht. Was würde ich jetzt abschließend zu der Foundation sagen? Sie ist absolut nicht leicht zu handeln. Für jemanden, der morgens sich mal kurz schminkt, ist sie absolut gar nichts, weil man muss erst mal gucken, wie man sie aufträgt. Sprich, man muss mit der Haut erst mal gucken, wie trage ich das jetzt auf, dass das irgendwie richtig hält. Wäre für mich morgens gar nichts, wenn ich mich schminken würde, dann muss es schnell gehen. Sie geht recht schnell wieder weg. Sprich, fäst du dir irgendwie, ich bin ja so ein Mensch, ich mache gerne mal dies und hier, fäst du dir zu oft ins Gesicht, dann hast du da halt an der Stelle gar nichts mehr. Dann setzt sie sich halt auch ab. Ganz schlimm habe ich es hier lustigerweise, ich weiß gar nicht warum. Also da hat sich's abgesetzt. Dann wurden die Poren sehr betont. Man kann zum Produkt selber im Nachhinein schon einen Puder auftragen, aber den würde ich nicht von Anfang an auftragen, weil das Produkt an sich selber ja auch nicht fertig ist. Also eine gute Grundlage schaffen morgens bei der Reinigung, bei der Hautpflege, dann könnte das funktionieren. Aber so finde ich sie wirklich viel zu schwierig. Und einfach auch schade durch das, dass man eben gucken möchte, dass man ein Produkt finden möchte, das ohne Mikroplastik auskommt. Das ist wieder ein Produkt gewesen, was relativ schwierig zu handeln ist. Schade. Empfehlung geht definitiv nicht raus. Ihr seht es, glaube ich, ganz gut. Also da kommt meine Haut ganz stark raus. Klar, am Abend ist es halt auch so, dass du halt wirklich dann nicht mehr das Allermeiste im Gesicht hast, weil du dir halt wirklich ab und zu ins Gesicht gefasst hast, aber trotzdem, das war relativ schnell so, dass die weggegangen ist. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat und lasst ein Abo da, falls ihr Bock habt. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!